Da sind wir wieder, meine lieben Freunde. Willkommen zurück. Immer noch hart am Eskalieren. Wir haben Jack Daniels, den Polizeichef himself hier im Auto. Ein Helikopter hat uns verfolgt, eine Hellcat. Und gerade ein Polizeiauto ist aber abgedreht, weil wir eine Nachricht geschickt haben. Es wird dunkel, es wird interessant, es geht einfach nur hardcore weiter. Geil. Kann mir das einer erklären? Wir haben ihn hier. Wir sind schon abgenommen, Herr Daniels. Wir haben ihn schon jetzt abgenommen, die Sack. Warum hört er nicht zu? Hallo, was denn? Mal ein bisschen auf den Kopf klopfen. Ich sag's mal so. Kopfner, erinnerst du dich noch, als wir ganz früher die Polizisten überfallen haben? Ja. Als wir da Nagelbänder aufgesammelt haben? Nee, hast du die nur. Ich hab immer noch ein einziges. So, ich hab's letztes Mal das Kopfhackgut. Ja, Jungs, wir müssen da mal anhalten und den Sack wegmachen. Ihr könnt noch an uns dran. Wir können hier vorne. Aktuell sehe ich nichts. Also ich fahre jetzt hier, ich bin in Santa Maria reingefahren, San Cristobal reingefahren. Ja, ich fahre jetzt Richtung Lakeside wieder, über den Hinterweg. Ja, sind hinter dir. Okay. Fensterscheibe war offen, was gibt's dazu sagen? Ist rausgenommen, oder? Ja, die Fensterscheibe ist doch offen, siehst du es nicht? Aber er sieht nichts. Ah, die Leute gerade im Livestream, es tut mir wirklich leid, ich konzentriere mich richtig hart gerade auf dieses Gameplay und ich finde es super interessant, was die machen und wie die organisiert sind. Und ich nehme parallel für YouTube auf, das bedeutet, ich werde nicht zu viel auf den Chat eingehen, aber Donations und so, Subs und so hört man alles noch. Also ist an, falls ihr da draußen seid und wie gesagt, habt einfach Spaß und schaut zu, ey, würde mich sehr freuen. Ich bin voll on the edge hier gerade. Jose, dass ich ihn sehr vermisst habe und mich freue, dass er wieder unser Gast ist. Ja, Daniel, bitte. Ich soll Ihnen einen schönen Gruß vom Hosse sagen. Er freut sich sehr, dass Sie wieder sein Gast sind und er hat sich sehr vermisst. Von wem wollen Sie einen schönen Gruß sagen? Vom Hosse. 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 Hosse, einfach das Fernandes. Also ich noch liebe Grüße von mir. Willkommen zurück. Wie ist die Statusbank? Auch ein Hallo von mir. Grüß dich. Hallo? Letzte haben zum letzten Mal die Chang gemacht. Jetzt machen wir nicht Hachi Chang. Wenn ihr drin macht, kann ich hätte sie in der Bank erschießen sollen. Ja, hätten die. Was habt ihr gesagt? Ich hab nicht verstanden. Die haben jetzt gar nicht gefunden, 5 Minuten, dann sind die bei der Bank. Ja, so verstanden. Wie viele Japaner haben wir denn hier im scheiß Auto überhaupt? Wie viele passen da hinten rein? Okay, und wir waren jetzt Lakeside, konntest du das ausfinden? Die sind in der Polizeikontrolle gewesen. Wenn ich mach mal Videobang in Lakeside. Dann Teil von uns. Ja, wenn, dann müsst ihr machen, dass ihr, weil ihr nichts gesucht werdet, so groß wie wir. Wir sind die meisten an die Arsch. Aber mich verletzt es, wenn die 12 haben. Ah, richtig. Oh, ja. Die Chief wieder. Chief geht wieder nicht gut. Ich hab das Jahr besucht für Sie, Jack Daniels. Ist denn eigentlich Kasper noch im Wach oder pennt er schon? Nein, nein, mir geht's richtig gut. Ich wollte nur ein bisschen, weil ich bin hier. Er macht sich entschuldigen. Ja, ich versuche die Situation irgendwie klar. Ich versuche darauf klarzukommen, dass unser Kofferraum voller Chinesen ist anscheinend, weil ich sehe keinen einzigen mehr. Hey, lach mich, ich sitze unter die Sitz. Kurz anhalten und mir diese scheiß Dinge vom Kopf nehmen. Na guck mal, jetzt hat er Spaß drin auf einmal. Wir fahren noch ein bisschen. Aber das hat mich mega. Ah ja, fucken. Wie los hast du deine GoPro an? Ja, natürlich. Habt ihr dem anderen eigentlich die Kommunikationsmittel entfernt? Ja, selbstverständlich. Der Kasper Hauser, hat ja die Aufnahmemodus da dran. Nein. Ja, aber du bist die sehr kompetente Menschen. Wer war das? Ich hab gesagt, keine Ahnung, wo ich gerade bin. War das eine Geisel? Wo soll ich das sagen? Ich bin gleich Händler. Autohändler? Ja, stimmt. Okay. Vielleicht sollten wir uns neue Autos holen. Und wenn du meine ja, ich weiß noch nicht, ob der hier noch ist. Muss mal geschaut. Vielleicht sind wir jetzt 10, ne, mit ihm. Hast mein Auto mit 2,5er Platz. Gibt es da nicht die guten Limousinen? Lassen sich halt scheiße fahren, außer die Audi. Du Maske? Hm? Ach, da ist die. Okay, wollte nur wissen, ob das funktioniert. Die Luxuswagenhändler ist jetzt woanders. Weit weg? Relativ, an die Hände von die Karten. 2,4 Kilometer. Ja, wie sieht's aus? Wollt ihr die Autos tauschen, Mädels? Na, entweder bräuchten wir 2 oder 3 Autos, ne? Wir könnten Porsche Cayennes ausrüsten.
bestimmt, da passen auch 6. Ja, dann nehmen wir 2 Porsche. Na, ich weiß nicht, ob da 6 reinpassen. Ich glaube, da passen trotzdem nur 4 rein, damit wir 3 Porsche sagen. Ja, 5 reicht, oder? Nein, warum? Wir sind aktuell mit 10. Ich hab das müsste reichen. Ja, Orekat hat 5. Also ich meine, das 15. Wenn sie 5 reinpassen, dann nehmen wir halt 3. Das ist richtig. Ja, also, wir fahren jetzt dahin und dann kaufen wir uns ein neues Auto. Ja, wo kann man sich diese Brillen besorgen, diese Nachtsichtbrillen? Oh, die scheißen BMW, ey. Oben am Rebellenbauernhof. Klar, es gibt noch Brillen. Das sind Sonnenbrille, die haben Matze. Normal. Okay, da müssen wir unbedingt hin. Wie viel kostet so eine? Weißt du so eine? 3000, 4000, 5000? Ich hab 3000 dabei. Wir müssen dann... Muss mir unbedingt so eine zulegen, Mann. Weil ich die Maske angezogen habe, hab das jetzt schon... meine Brille gelöscht. Erstmal Auto tauschen und dann... Ja, ja. Wollen wir nicht noch eine DP-Mission mit? LKT hat Wärmebild, ne? Ja. Ja, sie werden 100 pro hinter uns sein. Also ich habe keinen Sichtkontakt. Okay. Ich habe auch keinen Sichtkontakt. Ist, ne? Also die kann... Du hörst die auf ungefähr 1,4 Kilometer. Oh. Das ist ja endlich. Mit Lost Diablos Bank. Nice, da werden sich die Cops jetzt hoffentlich erstmal darauf konzentrieren. Also Leute, wir werden jetzt unsere Geiseln, die wir am Start haben, anscheinend in neue Fahrzeuge verfrachten und wir fahren da zum Luxusautohändler, da war ich selbst noch nicht, weil der wurde umgepflanzt mit dem Map-Update von der Lakeside-Map und Bruce hat kein 80-Gerät dabei. GG Bruce, GG. Das Polizeivorgehen. Ja. Ja, da wollte ich nur eine füttern. Bruce, soll ich dir ein bisschen erzählen, wie es hier aussieht? Da sind viele Bäume und eine Straße. Nicht, dass du das verpasst. Ja, Rasen. Ja, Daniel, sind Sie auch noch am die Leben? Ja, ich würde sagen, den Daniel ziehen gleich mal doch die Maske ab, oder? Ja, ja, würde ich auch sagen. Ja, ich will auch mal ein bisschen mit ihm reden. Essen und Trinken dürfen wir dem gleich erst langsam mal geben. Nehmen ihn dann einfach seine Waffen ab und dann... Mach Licht aus, dringend der Fuß Licht aus. Fertig. Licht ausmachen, dringend Licht ausmachen. Ja, mach das mal eben bitte. Da steht ein Cowboy. Ja. Ein Cowboy, oh, nie Glück, ich hab keinen Führerschein. Ja, ich mach gleich. Wo kann der denn kaufen? Vorne an der Mauer. Was soll ich kaufen? Was für ein Auto? Porsche Cayenne. Nur wo? Adon. Okay. Okay, kann ich ihn aus Auto legen, bitte? Die Taser und da. Wo ist denn Ihre Mitte? Ah, nein, links rot, nichts rot, Entschuldigung. Der Fahrt ist wohl rausgeflogen, schade. Oh, hallo Chief, ich hätte gerne... Sag, wenn ich ausfahren kann. Kannst du? Ich kann ihn mir gar nicht mehr leisten, lol. Warte, ich Okay, ich komm rein. Ich kann mir überlegen, ob ich nicht mal komplett meinen Job niederlege. Warte, ich kaufe einen. Bei ihm wieder überall. Ja, wo sind das? Wechseln Sie zu der guten Seite. Der Händler ist vorne an der Mauer. Bei uns bekommen Sie. So, zwei Porsche stehen schon bereit. So, in einen packe ich den Bullen rein, den ich hab. Dann kommt mal alle ran, dann geben wir den Schlüssel. Boah, ja, guten Tag, gestern war das nicht mal die Hang gemacht. Ja, Maske. Wir sollten immer zusammen in einem Fahrzeug sein. Alles klar, gut. Hast du dein Nachtsichtgerät kaufen können? Ich hätte gerne einmal den Schlüssel für den da hinten. Das Nachtsichtgerät müsste ich an einem Minimarkt kaufen. Alles klar. Richtig. Der Kopf hat doch bestimmt eins dabei, oder nicht? Bestimmt. Ich geh mal kurz oben ins Haus rein, falls was sein soll. Mal... Ich würde gerne anziehen, die Kleidung von den Chief und meinen Partner platzieren. So, ihr habt den Schlüssel für beide Porsche jeder. Ja. Sagt bitte Bescheid, wenn ihr abfahrt, ja? Warte mal, ich steh dort ein paar Passagierplätze 3, das kann aber nicht stimmen, oder? Bruce, wo bist du? Kann es sein, dass heute nur 3 Leute reinpassen? Wo bist du? Hier, an die Porsche mit dem Bullen. Das ist schwierig, das... Also, dass da 4 Leute reinpassen, ja, kann. 3 steht drauf. Ja, Passagierplätze, plus ein Fahrerplatz. Haben wir nichts, sorry. Dann hol ich noch einen dritten, oder wie? Ja, wir müssen einfach dann beim Minimarkt kurz anhalten. Müssen wir was essen oder trinken? Habe ich schon gemacht gerade. Wilhelm, ich möchte, dass du mit mir mitfährst. Ja, bin da. Du fährst das Auto bieten. Hast du den Schlüssel dafür? Ja, habe ich. Aber ich brauche noch Schlüssel für den dritten. Wie viel Platz ist denn im Cayenne?
So, drei Porsche stehen bereit. Also einer kann hier noch... Kasper? Kasper, ist hier noch Platz? Nein, negativ. Nee, für Kasper ist hier kein Platz mehr. Wir haben eine Geisel. Schade. Aber wir könnten die Geisel umstationieren, dann nehmen wir Kasper mit. Ja, weil wir sollten schon zusammen in einem Fahrzeug. Das wäre total nett. Ja. Aber noch mal einen Moment. Es wächst den komischen Bullen, der auch mal an Bord, ey. Haben wir uns das Kopf jetzt entledigt für mich, ja? Ja, ja. Haben wir jetzt den Kopf rausgeschossen für mich? Ja. Der kommt einfach in, welches soll ich jetzt in den Antenne jetzt bringen? Aber sehr nett von euch, danke. Nö, den hintersten. Alles klar. So, bei mir ist auch noch Platz im zweiten, ne? Also geht's mit den Herrn Denny jetzt in den dritten oder sollen wir in den zweiten? Ne, geh mit ihm in den dritten und fährt bei mir nur einer mit und der Rest dann bei dir, Dexter. Einer kommt noch bei mir rein. Und das ist im Vorderen. So, Jose ist Auto 1, ja? Die Oleg ist Auto 2 und ja. Die Dexter ist Auto 3. Machete. Ja, Bietchen. Ich gehe jetzt so, kurz 10 Minuten nach Hause, okay? Schief aus und ja, okay. Ich weiß nicht, wo okay, ich einsteigen soll, aber okay. Das war das. Beim letzten! Und sein muss mich einfach festnehmen und irgendwo hin. Wer soll sonst denn? Alles klar. Kriegen wir hin. So, Herr Krause. Der letzte ist voll, also sprich, einer muss wieder zurückkommen zu uns. Warte, ich dreh schnell. Warte, Hose. Herr Krause. Ja, bitte. Wie geht's Ihnen? Mir geht's prächtig. Und selbst. Habt ihr die Werkzeugkisten rausgenommen aus dem Board? Hey, ich bin sowas von bereit, ein Born to Roll, Mann. Ich bin sowas von down mit euch. Mein Leben hat wieder einen Sinn hier. Was ist mit den Leuten, wenn die sind in die Krankenhaus und die Koma? Sollen die danach weitermachen oder was? Ich bin nur sehr, sehr, sehr positiv überrascht von der Größe dieser und des Umfangs dieser Aktion hier. Ja, das ist halt so eine Grauzone, weißt du? Ich mag diese Grauzone. Ganz besonders, wenn man so einen schönen Porsche durch die Grauzone fährt. Naja, wir arbeiten ja nicht zusammen mit den anderen Gruppen, weißt du? Die haben ja externe Sachen gemacht und die sind ja nicht bei uns. Aber trotzdem gut. Simi, wo Wang sitzt du drin im zweiten? Ich sitze jetzt im letzten, da ist anscheinend einer weg. Ah, mir fehlt einer. Und das Kopfgeld, das hier gerade durch die Gegend fährt, sind wie viele Millionen? Farm. 35. Also ich sitze bei Oleg im Auto. Jose, hast du gerade gehört, irgendwas mit der... Genau, fahr halt gegen Saut. Irgendwie was bei der Geiselnahme, hat gesagt, er ist nur noch alleine. Oh Gott, scheißen. Ja, egal, müssen die machen. Die regeln das schon. Ich glaube, der und die. Machete, noch eine Frage. Diese Organisation ist schon wirklich, also ich weiß ja nicht, die anderen sind zwar nicht hier in ihrer Truppe oder so, aber als wir uns das erste Mal kennengelernt haben, wohin? Haben wir uns über Tortillas unterhalten. Und jetzt sowas hier. Faszinierend. Das ist richtig. Aber wo wollen wir jetzt aktuell nach? Eigentlich ist das gar keine richtige Organisation. Wir sind einfach nur verrückt. Ja, sind die Wogen für Chief Control. Und daraus hat sich das ergeben. passt auf, er hatte anscheinend den Taser noch irgendwo in die Unterhosen einstecken. Ne, den Taser habe ich. Was macht man denn mit so einem Chief, wenn man den so im Gepäck hat? Bei größten Recht, ne? Einen von denen. Jungs, genau. Wir haben jetzt hier glaube ich alle Geiseln drin bei mir im Fahrzeug. Das ist auch ein bisschen dumm. Ja, wir haben noch zwei Plätze frei. Ja, dann lass mal nochmal anhalten. Ja, noch bitte die Geiseln auf zwei verschiedene Fahrzeuge verteilen. Ja, was ist der Wort, Mann? Wie gesagt, wenn die uns anhalten, kann ich mich ausgeben als die Polizeichef und mein Nachbar ist die FBI. Und wir bringen die Geister zum Hangu, können wir sagen. Ja, pass mal auf, wir brauchen hier noch einen anderen Fahrer. Ich fahre nicht mehr. Fahren und Variantus will nicht. Oh, dann fahr ich. Auto. Dann komm du vor, im nächsten Auto ist noch eine Geisel drin, ne? Scheiße, ich habe noch zwei, sind alle Geiseln drin, müsste nur eine rausgenommen werden. Ich habe noch einen dabei. Die haben rausgenommen. Okay. Gibt es eine Möglichkeit, den Funk ein bisschen leiser zu stellen? Ja, über Long Range. Wenn du drauf gehst, dann hast du die Pfeile. Und die Pfeile nach oben, nach unten ist Lautstärke erhöhen und verringern. Dankeschön. Wo fahren wir denn jetzt hin? Also ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal dann über den Dreckweg nach oben nach Knoxville und dann von Knoxville aus Richtung Landmarkt erstmal. Fahr langsam mal eins vor euch. Könnt ihr bitte den Chief knebeln, der redet mir zu laut.
Licht ausmachen? Nee, das ist der Fahrer, Licht ausmachen. Ja, okay, alle Licht ausmachen. Was ist das für ein Auto hier? Ein Ferrari. Alter, was ist das für ein scheiß Auto da? Da standen wir noch nicht, als wir hingefahren sind. Wir sind anders hergefahren. Echt? Okay. Ja. So, wo willst du hin? Also große Mann. Wer hat denn die andere Person gefesselt? Ich? Warum? Ja. Okay, gut. Jack Dennis hat übrigens, der hat eine Kette um den Hals, also wer auch immer sich um den kümmert und hat Fußfesseln an, ne? Er kann sich ganz anders frei bewegen. Und da hat sich mein abrasierten Bart in die Gesicht gesteckt. Oh, widerlich. Das fand ich auch. Das stinkt doch. Wie sieht das mit der Lakeside-Bank aus? Klingt nicht so überzeugend. Heißt, ihr seid aus dem Spiel genommen, oder was? Was ist das aktuelle? Gut, dann versucht euch mit irgendwelchen neuen Leuten zusammen zu tun und dann versucht einfach weiter Stress zu schieben, so viel geht. Ich würde sonst vorschlagen, dass wir einfach Lakeside-Bank übernehmen. Ja, machen wir. Hoffner, du hast noch einen Thermalbohrer, oder? Den habe ich weitergegeben. Ja, aber du hast da bestimmt noch einen. Muss ich gucken. Aber unterm Fond geht's ja schlecht, ne? Rechts oder links gefahren? Links. Ja, rechts. Genau, das andere links, genau. Ich will aber gucken, dass wir eventuell noch ein oder zwei Dinge abgreifen können. Macht euer Licht an. Wie sieht denn so ein Deal aus, wenn man den Polizeichef hat? Was fängt man denn damit an, mit dem Kerl? Naja, wir werden versuchen, jetzt noch ein, zwei Geiseln mitzunehmen und wenn wir die haben, dann werden wir versuchen, dass die uns nicht mehr verfolgen, das. Okay. Wo fahren wir jetzt hin? Obwohl, warte. Lakeside, schätze ich. Frage ist, wollen wir wirklich machen die Banküberfall oder wollen wir statuieren das Exempel? Ja, lass uns machen die Bank. Ich auch habe eine Chance gegeben. Ja, aber was bringt uns die Bank? Weißt du, wir können halt Geld erpressen. Ja toll, und dann sind noch mehr auf unseren Fersen. Und dann ist die Verfolgung... Ja, lass uns einfach weiterfahren Richtung Landmark. Ja, fahr mal in Richtung Landmark erstmal. Über Dreckweg? Ja, nee, über normalen Weg. Weil ich nicht bitte an, das ist ansonsten zu auffällig. Weil ich hab... Eventuell, man könnte ja inszenieren, weißt du, dass wir sagen, wir richten den Chief hin, ja? Mit der Begründung, die sollen uns nicht weiter auf den Sack gehen und die sollen sich nicht mit Rosse anlegen. Ja, hört sich gut an. Bin ich dafür. Funkt der nicht gerade auf lang oder kurz? Kurz. Okay, ja, dann war das gerade falsch, ja. Ja, pass auf, wir machen so. Wenn keine Gegenstimmen jetzt kommen, ja, dann parken wir jetzt einen Helikopter aus, Schürling, du fährst bitte zu dem Flugfeld, ja? Und es tut mir auch wirklich leid, dass ich gerade so wenig quatsche, aber die machen gerade alles. Das ist ja, ich bin ja mittendrin, ich kann ja gar nichts tun. Ich habe gar keine Wahl. Was soll ich denen denn erzählen? Ich kann ja nur mitfahren. Kann ich sagen, ich steige jetzt auch oder was? Bin ich bescheuert? Vor die Leute hochgenommen und so und hier ist, ich bin mit dem Chef im Auto und what the fuck, da brauche ich überhaupt nichts machen. Ich kann einfach nur mitfahren. Sofort ist Ruppel auf. Was mach? Was? Ruppel auf. Wer dagegen ist, macht jetzt einfach die Klappe auf. Ich bin nicht dagegen. Ich bin dafür, Freiflug. Gut, Freiflug für die beiden Cops. Ich bin da gut. Das war doch scheiße mit dem Chief, weil ich hab doch die Chief-Klamotte und jetzt kann ich mich nichts mehr ausgeben als den Chief. Das macht nichts, du gibst dich einfach aus, als die Polizist. Oh, als neue Chief? Keine Ahnung. Richtig, du bist der neue eingesetzte Chief. Weil die andere verstorben ist, leider tragischerweise, weißt du? Pass auf, fahrt mal irgendwo Richtung DP7, ja? Wenn ihr da seid, dann sagt uns Bescheid und wir kommen mit dem Helikopter dahin und dann sammeln wir die Polizisten ein. DP7, okay. Genau. Und dann halten wir bitte zwei Wagen am Boden bereit. Ja, dann müssten wir wieder in zwei Wagen reinpassen. Ich hab gesagt, wir machen das so, wir steigen dann oben auf zwei Wagen nur noch, weil wir sind dann ja nur noch 8 Leute, wenn wir die Cops haben. Also zwei Fahrer bleiben bitte unten, der Rest steigt mit uns in die Helikopter. Aber das klären wir gleich am DP7. Wir dürfen die Maske nicht vergessen. Ja, ich bin schon dabei. Danke. Ich
bin leider nichts fest, nimmt das. Ah, dann haben wir Reparaturkasten. Beim Auspacken ist schon ein bisschen kaputt. Hast du noch ein Reparaturkit? Ich hab noch eins. Gut. Dann kannst du einmal den Heli reparieren, der ist beim Auspacken kaputt gegangen. Nicht reparieren, nicht reparieren. Ich repariere den hier vorne, voll vergessen. Okay. Geh du bitte auf die rechte Bank, auf den Schützenplatz, okay. Auf den ersten. Also rechte Bank. Wow, leck. Ich bin da. Ach so, scheiße, brauche ich ja gar nicht. Oh, bitte bringen wir sie jetzt nicht um. So, meine lieben Freunde, wir haben jetzt einen Helikopter, sehr abgefahren, den Kopf haben wir immer noch. Ihr habt selbst gehört, was uns erzählt hat, ich höre auch immer gespannt zu, ich bin wie gesagt auch ziemlich geflasht von der Aktion hier, was ich persönlich wirklich hart feier so, und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge, danke und bis dann.